Du brauchst sicher keine Schutzausrüstung, ja? Unser bemannter Quadrocopter ist endlich fertig. Es war schon immer unser Traum, ein Fluggerät zu bauen, mit dem wir wirklich selber fliegen können. Wir haben jetzt noch ein bisschen was umgebaut, alles aus Alu geschweißt, viel stabiler gemacht und nochmal eine neue Steuerung reingemacht. Jetzt ist es endlich soweit. Ich bin mal mega gespannt. Das ist jetzt der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. Wir machen jetzt unseren ersten bemannten Testflug. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Das ist super geil, damit zu fliegen. Schade ist es ein bisschen, dass man nicht selber steuern kann, aber es macht mega Bock. Das Problem war jetzt, dass die Akkus viel zu kalt geworden sind, deswegen hat es nicht mehr die volle Leistung, da wäre ein Hexakopter viel besser. Und außerdem ist so, wie wir es jetzt gebaut haben, auch der Schwerpunkt nicht richtig, deswegen fängt es so an zu pendeln. Darauf ist die Steuerung nicht ausgelegt und außerdem scheint es auch so, als wenn die Regler nicht wirklich schnell genug darauf reagieren. Wir haben uns jetzt nochmal Gedanken darüber gemacht, wie wir das Ganze irgendwie besser machen können. Und ich glaube, das Perfekte dafür ist wie immer eine Badewanne. Wir fahren jetzt nach Niedersachsen zu Alex und Walli von Exabotics. Die haben uns angeboten, dass wir in ihrer Sporthalle die Drohnen testen können. Und außerdem haben die eine eigene Steuerung dafür programmiert. Stimmt mal oben in der Ecke ab, was ihr cooler findet. Die fliegende Badewanne oder unseren Drohnen-Jetpack. Es ist jetzt schon 2 Uhr in der Nacht, aber wir machen jetzt erstmal den ersten unbemannten Test und gucken mal, ob es jetzt funktioniert mit der fliegenden Badewanne. Das Aufschaukeln war jetzt der gleiche Fehler wie beim ersten Versuch, aber Alex hat zum Glück herausgefunden, dass die Regler standardmäßig falsch eingestellt waren. Jetzt stellen wir das alles nochmal um und dann sollte es hoffentlich stabil fliegen. Sie haben jetzt als Testgewicht 70 Kilo Fliesen hier drin. Die Akkus brauchen jetzt fast 3 Stunden zum Laden. Ist jetzt 3:30, wir haben bis gerade eben noch an der Drohne gearbeitet. Genau, wir pennen jetzt hier in der Sporthalle und sehen dann morgen weiter. Ich glaube, das ist weltweit der erste Flug in der Badewanne. Mal sehen, ob das alles klappt.
Mega sicher an. Ey, richtig geil. Ja, lass mal die Button wegtun, oder? Ja, ich hatte gerade Angst, dass sie da reingerät. Saugeil, man fühlt sich einfach echt sicher. Du brauchst sicher keine Schutzausrüstung, ja? Ah, cool, ja. Okay, ja. Und wie fühlt sich das an? Geil, damit kannst du echt fliegen. Und du hast so ein Gefühl, du merkst sofort, ja. Also bevor die Drohne sich bewegt, die Kippbewegung schon. Wo ich dann erst gegen steuere. Ja, genau. Krass. Also ich denke, wenn man selber drin sitzt und steuert, kann man steuern. Kann man. Okay, das heißt, nächstes Mal machen wir es dann mit selber steuern. Genau. Und draußen. Also ich hätte ja echt nicht gedacht, dass es jetzt so schnell so gut klappt. Nochmal vielen Dank an Alex und Wally von Exabotics, die uns jetzt dabei geholfen haben. Sehr gerne. Und nochmal vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Nächstes Mal wollen wir auf jeden Fall nochmal draußen fliegen. Schreibt uns mal in die Kommentare, wo wir noch fliegen sollen oder was wir mit der Drohne so machen können. Wir haben es mit dem Luftfahrtbundesamt abgesprochen. Die haben gesagt, solange wir es begrenzen, dass wir nicht höher als 30 Meter fliegen können, ist das alles kein Problem. Von daher machen wir das dann einfach im nächsten Video so. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.